coming to is secret. Hallo und herzlich willkommen zu der Fortsetzung der 21 Uhr Nachrichten von gestern Abend. Bungie hat einfach hinterher noch ein Update rausgebracht, noch ein paar Details mit rausgeholt, und diese Details sind durchaus richtig interessant, deswegen mache ich dazu extra noch ein Video. Und ich würde sagen, wir gehen da einfach mal durch und schauen, was wir noch so für Veränderungen im Schmelztiegel erwarten können. Und zwar als erstes erstmal die legendären Engramme. Nach einer Runde hat man natürlich die Chance, ein legendäres Engramm zu bekommen. Das wird nun nicht mehr so sein. Man bekommt stattdessen direkt ein legendäres Item, also zum Beispiel eine Party Crasher oder ES Luna. Nun ja, da gibt es natürlich noch viel mehr Sachen, die man bekommen kann, aber es war ja auch nur ein Beispiel. Des Weiteren sind die Sterling-Schätze raus. Das heißt, man kriegt sie nicht mehr im PvP, sondern nur noch aus der Arena. Und die Sharks-Beutezüge, die scheinen dann auch wieder vorbei zu sein. Das war ein Ding von The Taking King. Oder vielleicht kommen sie auch in Rise of Iron wieder, man weiß es nicht. Jedenfalls sind sie fürs Erste einmal raus. Nun ja, das sind die allgemeinen Änderungen. Kommen wir zu den einzelnen Spielmodis, wo etwas verändert wurde. Zunächst erst einmal 3 gegen 3. In 3 gegen 3 soll es weniger schwere Munition geben. Das heißt, wenn dann schwere Munition kommt, ihr macht die große Kiste auf, dann liegt ja so ein Päckchen da. Wenn ihr das dann aufhebt, dann ist einfach mal weniger schwere Munition drinne. Dann wird die Wahrheit dann wirklich nur noch wahrscheinlich 2 Schuss haben. Mal gucken, wie stark sich das da reduziert. Aber eigentlich eine ganz gute Sache, da wenn bei 3 gegen 3, sage ich mal, ein Team die Kiste nicht bekommt und dann 3 Gegner mit einer MG rumlaufen, dann ist das schon ziemlich belastend. Da hat man die Runde eigentlich so gut wie verloren. Also auf jeden Fall eine gute Sache, wie ich finde. Und was sehr, sehr interessant ist in Eliminierung, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster hinaus und sage, das wird auch in Osiris so sein. Und zwar wird in Eliminierung und Osiris, wie ich annehme, es nur eine Munitionskiste geben, also schwere Munitionskiste. Das heißt, Runde 3, es spawnen nicht mehr auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine schwere Munitionskiste, sondern einfach in der Mitte eine einzige Kiste, und da muss man sich dann drum streiten. Und das, Freunde, finde ich ein richtig gutes... Eine richtig gute Neuerung, ja. Ich bin gespannt, wie das Ganze dann funktioniert, aber es ist auf jeden Fall mit weniger Glück verbunden, was ja normalerweise in der dritten Runde ist. Wer zuerst mit dem Raketenwerfer einen erwischt, hat auch meist gewonnen, und das fand ich schon immer ein bisschen doof. Es gibt ja auch Leute, die dann einfach die schwere Munition abwinken, und hier liegt die schwere Munition in der Mitte, und da muss man sich erstmal drum reißen, und da wird man meistens auch schon die Entscheidung haben, bevor die schwere Munition überhaupt aufgehoben werden kann. Es ist dann eine Runde, die einfach schnell geht, ohne Schwitzen, ohne Campen, und das ist eine richtig gute Sache, wie ich finde. Weiterhin haben wir Änderungen in dem Spielmodus Bergung, und zwar werden dort die Relikte schneller spawnen, also wenn man mit einem Relikt fertig ist, dann spawnt das nächste etwas schneller. Die explodieren auch schneller, wie ich das nenne, explodieren tun sie ja eigentlich nicht, aber diese Zeit, die man hat zum Entschärfen, die wird verkürzt. Das heißt, man muss sich dann etwas mehr sputen, um die Gegner da zu eliminieren und das Ganze zu entschärfen. Der Radius zum Entschärfen wird auch vergrößert, das heißt, wenn man das entschärfen möchte, dann kann man das von einer weiteren Entfernung machen. 2 Meter wären dort für uns gut geschrieben. Es gibt natürlich auch Änderungen in anderen Spielmodis, wie zum Beispiel Rift, und zwar wird dort das Spawn-Trappen nicht mehr so gut möglich sein. Spawn-Trappen, wem dieser Begriff nichts sagt, das ist einfach der Zustand des Spiels, in dem ihr in euren Spawn spawnt und die Gegner da drinnen rumlaufen, und ihr macht 2-3 Meter, 2-3 Schritte und schon werdet ihr umgeklatscht. Ich glaube, ihr wisst, wovon ich spreche. Das ist bei Rift gar nicht so schwer hinzubekommen. Das soll nun verhindert werden, indem die Leute, wenn sie spawnen, ein kurzes Überschild bekommen. Ich weiß nicht, ob sie dann gar nicht gekillt werden können oder ob das Überschild einfach nur verhindern soll, dass man so leicht gekillt werden kann. Ich weiß es nicht, wir werden es dann sehen. Des Weiteren wird auch die Schadensresistenzzeit des Funkenträgers verlängert. Das heißt, wenn er den Funken aufhebt, kennt ihr es ja, der Typ ist wie so ein fetter Juggernaut, man kann ihn überhaupt nicht umbringen, und diese Zeit, wie lange er so gut gepanzert ist nach dem Aufheben des Funken, die soll einfach mal verlängert werden. Es gibt auch an den Maps einige Änderungen, und zwar bei Pantheon wird die schwere Munition unten am Wasserfall woanders hingestellt. Das soll dazu dienen, dass die schwere Munition dann nicht von der Kante runterfällt und einige Leute das Ding nicht bekommen können. Auch auf der Map Blindwacht, da wird dann die Osiris-Zone, also wenn die Zeit abgelaufen ist, die wird dann woanders hin verlegt, also die ist dann nicht mehr unter diesem großen Dach.
Ansonsten, ja, es gibt noch kleine Änderungen, die optischer Natur sind. Die werden wir natürlich morgen wahrscheinlich schon bereits sehen. Einfach nur das Interface wird verändert. Es wird auch in der Zukunft eine Clan-Übersicht eingebaut. Was ich mir darunter vorstelle, ist einfach, dass es ein extra Menü gibt, wo man dann alle seine Clan-Mitglieder sehen kann. Wer gerade online ist, wer nicht online ist, ist, denke ich mal, auf jeden Fall eine gute Sache. Vor allem für Leute, die über 100 Freunde haben. So haben sie dann die wichtigsten immer im Blick. Nun ja, meine Freunde, das soll es alles zu diesem ganzen Update, das wir gestern Nacht hatten, gewesen sein. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und hat euch gut informiert. In diesem Sinne würde ich mich auch verabschieden, würde mich über Bewertungen freuen. Lasst es euch gut gehen, bis zum nächsten Mal auf VeneroTV.